Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und ich werde dir am Ende dieser Fragenfreitag-Folge meine neueste DVD kostenlos schenken. Die DVD für die Frauen halte ich gerade in den Händen, ist die Männerflüsterin. Es gibt noch eine äquivalente DVD für die Männer, die heißt der Frauenflüsterer. Werde ich dir, wie gesagt, am Ende dieser Fragenfreitag-Folge genau erklären, wie das funktioniert. Bis dahin wollen wir erstmal ein paar Fragen von Menschen wie dir, vielleicht sogar deine Frage in der heutigen Fragenfreitag-Folge beantworten. Alessandro M. schreibt: Hi Darius, kannst du mal bitte Tipps geben, wie man ein Mädchen, das seit kurzem in einer Beziehung ist, wo es oft Streit gibt und sie sozusagen unglücklich ist, erobern kann? Wie sollte man am besten vorgehen? Als erstes sollte man sich mal bewusst machen, ob man überhaupt die Verantwortung für eine gescheiterte Beziehung übernehmen möchte. Also möchtest du da wirklich eine Beziehung zerstören? Falls dem so sein sollte, solltest du dir bewusst sein, dass wenn eine Frau in einer Beziehung ist und während der Beziehung mit dir flirtet und dann ihren Freund verlässt, um mit dir zusammen zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das bei dir macht, wenn sie mit dir zusammen ist, relativ hoch ist. Das heißt, du setzt von Anfang an durch dein Verhalten Rahmenbedingungen, die dafür sorgen könnten, dass dir dasselbe passiert. Also ich habe das schon bei sehr, sehr vielen Leuten erlebt, die anderen Männern ihre Frauen ausgespannt haben oder Frauen, die Frauen Männern ausgespannt haben, dass sich dieses Muster dann einfach wiederholt hat. Ich persönlich, wenn eine Frau in einer Beziehung ist, selbst ob sie glücklich oder unglücklich ist, so, ich kann gerne Kontakt mit ihr haben, finde ich absolut unproblematisch, aber ich würde nicht direkt, nachdem sie die eine Beziehung beendet hat, mit ihr in eine neue Beziehung gehen. Ganz einfach, weil ich dieses Muster eben nicht weiter unterstützen möchte. Das ist mir einfach ein Stück weit zu unsicher. Wild Mind schreibt: Hi, versuche jetzt seit 2 Wochen vom Liebeskummer wegzukommen. Solange wie ich mich ablenke, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn ich dann auch mal nur 30 Minuten Ruhe habe, stürzt das auf mich ein. Ich möchte stolz sein. Ich bin eine tolle Frau, das weiß ich. Auch wenn ich Fehler mache. Den letzten Liebeskummer habe ich durch viel Zeit wegbekommen. Gleiches Schema eigentlich wie jetzt. Ablenkungen und auch durch andere Männer, bis ich irgendwann keine Lust mehr auf die ganze Scheiße hatte. Bumm, ist er aufgetaucht. Jetzt hoffe ich natürlich wieder auf ein Wunder, obwohl ich weiß, dass das genau der falsche Weg. Das mit dem Fokus finde ich so dermaßen schwer. Ich weiß nicht genau, wie die Frage weiterging, aber ich habe sie nicht ganz gespeichert. Liebeskummer ist so eine Sache. Also das Ding bei Gefühlen ist, dass Gefühle im Normalfall unwillkürlich entstehen. Das heißt, es ist ein unbewusster, unterbewusster Prozess, der dafür verantwortlich ist, dass diese Gefühle entstehen oder eben nicht entstehen. Und sobald du versuchst, dagegen anzukämpfen und zu sagen, hey, ich darf das jetzt nicht fühlen, unterdrückst du das Gefühl. Gefühle haben einen Anfang und ein Ende. Das liegt in der Natur von Gefühlen. Das heißt, Gefühle entstehen und wenn sie da sein dürfen, gehen sie auch wieder weg. Wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, ich will kein Liebeskummer haben, ich darf das nicht, ich will das nicht, das soll nicht sein und so weiter, richtest du die ganze Zeit deinen Fokus auf den Liebeskummer. Das heißt, er wird dann einfach nur festgehalten, du hältst dich quasi emotional daran fest und lässt ihn nicht gehen. Wenn du aber sagst, hey, ich bin jetzt traurig und ich erlaube mir jetzt für die nächsten 20 Minuten, 25 Minuten maximal, richtig traurig zu sein, richtig Liebeskummer zu haben, dann lässt du das einfach komplett zu, gehst komplett ins Gefühl rein, das tut zwar einen scheiße weh, aber du gehst komplett in das Gefühl rein und du wirst merken, nach diesen 20 Minuten ist es besser. Gefühle haben eine Halbwertszeit normalerweise von, sag mal, so rund 20 Minuten, in denen sie entstehen, da sind und sich dann wieder verändern. Denn um ein Gefühl aufrecht zu erhalten, muss dein Körper ja die ganze Zeit arbeiten, er muss die ganze Zeit Hormone produzieren, er muss die ganze Zeit daran denken und so weiter und so weiter. Das ist genauso wie ein Auto, das rollt. Um es am Rollen zu halten, musst du ja Arbeit reinstecken, du musst Benzin verbrennen, der Motor muss laufen, du musst es anschieben und so weiter. Und wenn du einfach sagst, hey, das darf jetzt da sein, ist absolut okay, die aber einen zeitlichen Rahmen setzt von 20, maximal 25 Minuten, dann lässt du das Gefühl zu, gehst komplett in das Gefühl rein und danach wird es besser sein. Du wirst feststellen, das ist deutlich besser. Es gibt auch einige Liebeskummer-Videos von mir zu dem Thema. Einfach mal Darius Kamadeva Liebeskummer eingeben, wo ich über das Thema gesprochen habe. Das Wichtigste ist einfach, dass du zurück zu dir selbst findest, dass du dich nicht sofort in eine neue Beziehung stürzt und dass du da einfach, ja, ich sag mal, dir Zeit für dich selbst nimmst. Denn nur wenn du mit dir selbst klarkommst, denn nur wenn du gelernt hast, mit dir selbst glücklich zu sein, alleine glücklich zu sein, kannst du auch mit jemand anderem glücklich sein.
Sandy schreibt, in manchen Ratgebern steht, eine Frau sollte einen Mann nie zu früh sich emotional öffnen, weil sonst der Mann die Frau als schwach abstempelt. Da Männer gelernt haben, das Gefühl zu zeigen, sich öffnen mit Unmännlichkeit gleichzusetzen. Ich habe da etwas Komisches dabei geguckt. Das, was du sagst, hört sich meiner Meinung nach richtiger an. Also ich glaube, dass es nicht darum geht, als Frau irgendwie immer besonders stark sein zu müssen oder als Frau sich nicht öffnen zu dürfen. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, sich als Mann nicht öffnen zu dürfen. Ich glaube daran, dass es sowohl darum, also in einer aufkeimenden Beziehung immer darum geht, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man sich gegenseitig öffnet, dass ich mich dir gegenüber öffne, du dich mir gegenüber öffnest, sodass wir da eine gemeinschaftliche Beziehung eingehen können. Was allerdings wichtig ist dabei, ist, dass, egal ob du jetzt der Mann bist oder die Frau bist, dass du dabei nicht bedürftig bist. Das heißt, dass du die ganze Zeit der anderen Person hinterherrennst, dass du die ganze Zeit versuchst, Kontakt zu der Person zu halten, weil du ansonsten ohne diese Person unglücklich bist und so weiter. Also sobald du anfängst, bedürftig rüberzukommen, bedürftig zu wirken und dich auf eine bedürftige Art und Weise zu öffnen, dann hast du natürlich ein riesengroßes Problem, weil Bedürftigkeit einfach prinzipiell nicht wirklich interessant ist. Also Bedürftigkeit ist, sorgt dafür, dass der andere sich dazu genötigt fühlt, mit dir Zeit verbringen zu müssen, dafür zu sorgen, dass du glücklich bist und so weiter und so weiter. Das heißt, er oder sie kommt in eine zwanghafte Situation und wir Menschen mögen Zwänge generell nicht so, das ist, weil die einfach freiheitseinschränkend sind. Und deswegen versuchen wir uns dann von diesen Menschen, die uns zu Dingen zwingen wollen, zu denen wir uns nicht zwingen lassen möchten, versuchen wir uns von diesen Menschen zu distanzieren. Das war's mit einer neuen Folge Fragen Freitag mit mir, Darius Kamadeva. Ich würde mich freuen, wenn du das Video positiv bewertest, meinen Kanal abonnierst und wenn du dir meine kostenlose DVD sicherst, meine kostenlose DVD. Meine neueste DVD gibt es kostenlos aktuell. Du kannst sie dir kostenlos sichern. Die Frauenversion ist die Männerflüsterin hier. Es gibt auch noch eine Männerversion, die habe ich jetzt allerdings gerade nicht beim Schreibtisch liegen. Ich hoffe, man kann es sehen, so ein bisschen. Du kannst dir meine kostenlose DVD sichern. Alle Infos dazu, wie das geht, findest du unterhalb dieses Videos auf dem Link in der Beschreibung. Sichere dir meine kostenlose DVD und wir sehen uns bald wieder in einer der nächsten Folgen.